Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2 Hexenkönigin. Und übrigens nicht wundern, warum meine Stimme so klingt. Wir haben es 7.37 Uhr, also bin gerade erst aufgestanden, aber wollte unbedingt halt jetzt aufnehmen, weil ich gestern nichts aufgenommen habe. Ich habe übrigens jetzt hier ein neues Lehrerbild. Ich muss hier mal kurz die Scheiße hier neu verbessern. Ja, das reicht ja. Gehen wir auf Belastbarkeit. Oh nein, auf Erholung. Nehmen das hier. Und so. Oh, warte, wir haben ja kein Dingens. Nehmen wir das hier. So. Wir wollen weitermachen mit der Hexenkönigin. Ich habe übrigens wieder neue Waffen, die ich euch gleich mal zeigen kann. Und da freue ich mich schon. So. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Savathun das Licht hat. Das Licht ist heilig, Hüter. Es ist die Quelle deiner Macht. Ja, okay, dann redet er nicht mehr weiter. Ich werde nie zulassen, dass die Schar es uns stiehlt. Was war da denn los? Okay, wir gehen rein. Finch, wir nähern uns dem Schar-Tempel, von dem du gesprochen hast. Hey, hey, hey! Seid vorsichtig, wenn ihr meinen Namen da draußen benutzt. Ich will nicht, dass die strahlende Schar von unserer Freundschaft erfährt. Okay, okay. Wir werden vorsichtig sein. Nö, werden wir nicht. Scheiß mal auf die. Übrigens, hier, das ist ein neuer Revolver, den man ja in dem Vagger-Event, nein, Into the Light-Event, so heißt das. Also die Waffen heißen Vagger und das Event heißt Into the Light. Und da kriegt man die. Ist halt einfach nur eine gesandte Waffe. Aus dem Raid. Boah, ich gehe mal ganz kurz hier weg und mach das Spiel mal leiser. Wir viel zu laut. Ja. Aus dem Kalos Raid Event. Aus dem Kalos Raid. Der allererste Raid. Also Mitternachtsbunsch ist das. So, warte mal. Erstmal euch hier wegmachen. Ich bin hier ein bisschen überfordert. Okay. Ja, macht übelst Spaß. Den Revolver. Also gab's ja wie gesagt früher schon. Also, ist trotzdem Finch, geil. Möchtest du uns sagen, wonach wir genau suchen? Wie heißt er? Der alte Warlock? Osiris? Ja, es ist sein Geist. Also, war sein Geist. Moment, du meinst Sagira? Genau die, ja. Wisst ihr, was mit ihr passiert ist? Wie sie... Ja, ihr wisst schon. Sivu Arad war hinter ihr her. Drängte sie in die Ecke. Aber offensichtlich fand Savathun ihre Hülle und gab sich als Osiris aus. Oh, ich verstehe. Das muss Teil ihres Plans gewesen sein. Das Licht zu stehlen, meine ich. Danach sieht es aus. Ich spüre eine gewisse Skepsis. Wir kennen dich nicht. Aber du bist sehr erpicht darauf, uns zu vertrauen. Das macht mich nervös. Hey, hey! Also, ich gehe auch ein großes Risiko ein, wenn ich euch vertraue, wisst ihr? Ich wette, ihr ändert eure Meinung, sobald ihr Sagira gefunden habt. Falls wir sie finden, dann können wir über Vertrauen reden. Ja, als ob wir danach einfach sagen, oh nee, wir töten dich. Also solche seelenlose Mörder sind wir jetzt auch nicht. Hoffe ich mal. Nee, kurz mal Ulti rein. Gut. Und dich ausschalten. Noch mehr hoch. Was machen die überhaupt hier? Naja, die kamen ja wieder von der Dunkelheit. Hab ich auch in der letzten Folge erklärt. Naja, versteckt euch mal nicht hier. Oh, die sind immer kacke. Weil die so viel aushalten. So, jetzt mal kurz Ruhe. Noch mehr verräterische Schargeister. Gut, dass wir sie los sind. Sie haben bekommen, was sie verdient haben. Nach dieser Logik sollte ich also auch in Einzelteile zerlegt werden.
Wenn du wieder zur Schar zurückkriegst, dann schon. Also, das ist ein ziemlich harsches Urteil, Kumpel. Unsere Begegnung hat einen Verdacht bestätigt. Sich der Schar anzuschließen war eine Entscheidung. Und ihr habt sie alle freiwillig getroffen. Naja, eine Entscheidung zu treffen bedeutet nicht immer, mehrere Möglichkeiten zu haben. Also, ich sage ja nicht, dass es richtig war, sich mit der Schar anzufreunden. Und ja, vielleicht verdienen viele von uns, was auf sie zukommt. Aber ich versuche nur, meine Fehler wieder gut zu machen. Das muss doch etwas wert sein. Das werden wir sehen. Hey, aber zum Glück ist der Typ ehrlich. Ich meine, er hat ja recht, so. Man hat nicht immer eine Möglichkeit. So, er wurde wahrscheinlich von Savatun auserwählt, sozusagen. Und dann wurde er gezwungen. Ein Läufer. Mit dem Hohn ist nicht zu spaßen. Aber zum Glück konnte er sich absetzen und ist nicht mehr im Besitz von Savatun. Macht er jetzt hier nicht so eine Kuppel? Oh, seht euch das an, wie viel schwere Munition ich die ganze Zeit bekomme. Dieses Perk ist so mächtig. Ich finde auch irgendwie diese Standard-Perks sind viel stärker als die besonderen. Oder es kann auch sein, dass ich halt mich kaum mit den Perks auskenne und deswegen so ein Schwachsinn laber. Keine Ahnung, ich bin in diesem Thema nicht so drin. Das ist übrigens hier auch die Gravitationslanze. Also so wird sie genannt. Ja, bei jedem Kill werden solche Salben verursacht und dann kommen so leere Spuren, die dann mehrere Gegner töten. Ziemlich stark, vor allem als sie genervt wurde. Also um das klarzustellen, wir marschieren in einen gefährlichen Tempel voll mit tödlichem Hohn, um Sagira zu finden, die von Savatun dorthin gebracht wurde. Nun ja, so ungefähr sieht es aus, ja. Und das ist bestimmt nicht irgendeine Falle? Also wirklich, hör zu. Frag mich aus, so viel du willst, aber ich verberge nichts. Versprochen. Meine Hüter wissen Ehrlichkeit sehr zu schätzen. Ist das? Ikora Ray, eine Anführerin der Vorhut. Ich habe ihr sicherheitshalber Bescheid gesagt. Nennen wir es eine Versicherung. Ein wachsames Auge. Für den Fall, dass deine Taten nicht mit deinen Worten übereinstimmen. Ikora Ray, wow. Es ist, wow. Ich wollte schon immer für die Vorhut arbeiten. Mit, nicht für. Sei ehrlich zu uns und wir können über eine längere Rolle sprechen, sobald Savatun erledigt ist. Und später wird er so einen eigenen Hüter bekommen. Das wäre ja voll geil. Okay, Kristalle zerstören? Ja, das werde ich ja hinkriegen. So, erster Kristall weg. Das ist ganz einfach Bossraum. Naja, wenn es auch keine Todesanzeige gibt, dann ist ja alles gut. Ah, easy. Guckt euch an, wie ich die wegklatsche. Wäre ja nicht angeben, aber trotzdem. Das war der letzte. Ab Hallo? Nach unten. Ah, jetzt. Und jetzt kommen wir aber Bossraum. Seht ihr das? Sieht aus wie ein riesiger Hohnkämpfer. Seid vorsichtig. Wir wissen nicht, was da drin ist und was der Hohn vorhat. Okay, es sieht so aus, müssen wir erstmal diese Symbole aktivieren. Ah ja, ich weiß schon, was wir hier machen müssen. Einfach die Kristalle hier zerstören.
Okay. Eins von fünf von den Symbolen war das, glaube ich. Gucken wir mal kurz. Es sind vier. Ach nee, hier hinten ist keins, oder was? Oder? Gucken wir mal. Doch, ich glaube, hier ist auch eins. Wo gehe ich gerade hin? Hallo? Okay, hier ist doch keins. Keine dunkle Energie. Nur Kreischer. Okay, hier ist doch eins. Oh, hinter mir auch. Hilfe, ist das ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. Yo, yo, yo. Was soll ich denn machen? Die sind mir noch weiter schießen, wo ich gar nicht mehr da bin. So. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Digga, Schild! So. Euch beide noch. Meine Güte, kriege ich jetzt irgendwas? Nö. Okay, es war anscheinend so eine Falle. Wo komme ich jetzt hier raus? Da. Okay, es war so. Es waren einzeln nur drei. Opa. Und zwar niesen. Boah, mir wird es häufiger, dass ich in den Aufnahmen niese. Gut, da hinten ist der letzte. Es ist voll dunkel, das geht mir richtig auf den Sack. Oh Gott, Explosivgegner. Okay, das war vielleicht ein bisschen dumm, weil die Ulti hätte ich für den Boss aufheben sollten. Egal, dafür habe ich Hammer halt. Wo ist der Kristall? Der ist despawned. Was auch immer dieser Hohnriese war, er verspottet uns. Er muss wissen, wonach wir suchen. Ja, ab nach unten. Ja, was geht's? Hohnkämpfer sollten hirnlos sein. Aber diese hier sind mächtig, organisiert. Wenn sie agieren, dann nur, weil jemand es ihnen befiehlt. Der Fanatiker wäre eine sichere Wette. Oh, du meinst Frau Krul? Der Anführer, ehemaliger Anführer der Barone? Vielleicht. Er wurde vor nicht allzu langer Zeit aus der Wirrbucht vertrieben. Ich glaube nicht, dass er es ist. Und woher weißt du das? Nun, die Thronwelt ist in Sabatuns Licht getaucht, richtig? Es soll sehr mächtig sein, alles Dunkle fernhalten. Und doch hat der Hohn irgendwie einen Weg hineingefunden. Man könnte annehmen, dass sie eine Art ebenbürtige Macht gefunden haben, oder? Andererseits wissen wir nicht, womit wir es hier zu tun haben. Konzentrier dich fürs Erste auf die vorliegende Aufgabe, Hüter. Ich sehe aber nichts. Ich sehe gar nichts. Ich soll jetzt irgendwas aufdecken. Aber dann während des Aufdeckens, ja, sieht man halt wirklich gar nichts. Okay, nochmal aktivieren. Ich soll da lang. So. Dann sag doch gleich. Okay. Scheint letzter Bossraum. Da, Sagira. Da ist auch Sagira. Okay. Spawn in mein Hohn. Okay, der gleiche Scheiß wie vorher. Erstmal die Kristalle suchen. Hier ist kein. Nee, hier ist nur so ein Zwischenraum. Sind hier welche?
Ja, wo sind die denn? Oder bist du einer von denen? Ach so. Okay, jetzt kapier's. So. Ah, und jetzt kommen die Symbole. I have understood. Boah, ich mache hier Speedrun. Okay, wo ist der nächste? Da sind noch zwei. Gut, da war uns noch einer. Musst du jetzt aufpassen, da steht nämlich der Boss. Aber scheiß drauf, ich gehe an ihm vorbei. Und da war's der letzte. Das ist der Boss. Und der gleiche Prozess nochmal. Jetzt hat er hier Feuer. Scheiß drauf. Einfach Speedrun machen. So, hier rein. Dich ausschalten. Und dich kaputt machen. Easy. Und hier der letzte. Hallo. Wo ist der Boss? Da. Alter, ich habe gerade mein Leben riskiert. Das war kein Baron, aber fühlte sich genauso mächtig an. Womit haben wir es hier zu tun? Ich an eurer Stelle würde nicht da bleiben, um das herauszufinden. Schnappt euch Sagira und haut ab, okay? Ja, Sagira sieht gar nicht mal so gesund aus. Sollen wir sie wirklich mitnehmen? Oh, ich kann besessen sein. Oh. Ah, okay, ja. Ich stehe vor einem Wesen mit 1000 Namen. Es flüstert einen. Der Zeuge. Merk dir diesen Namen. Merk ihn dir gut. Der Zeuge. Hat das noch jemand gehört? Das klang wie Savatun. Wer ist... Der Zeuge? Keine Ahnung. Ich habe diesen Namen noch nie gehört. Hey, das ist doch aufregend, oder? Eine Spur! Am aufregendsten ist, dass du die Wahrheit gesagt hast. Dann habe ich mir euer Vertrauen verdient. Ja? Nennen wir es vorsichtigen Optimismus. Deine Hinweise haben zu Ergebnissen geführt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Savatun immer noch auf freiem Fuß ist. Naja, hoffentlich nicht mehr lange, wenn wir ein Wörtchen mitreden können. Ich will Savatun einfach nur entlarven, wisst ihr? Ihre Spielchen beenden. Darauf kommen wir ganz sicher zurück. Was sollen wir in der Zwischenzeit mit Sagira machen? Ich bin mir nicht sicher, wie wir diese Stimme hören konnten. Aber ich habe eine Theorie. Bringt sie so schnell wie möglich zu mir zurück. Und gute Arbeit. Ihr alle. Ich auch. Ist ja gut. So, Ikora besuchen. Wieso darf ich denn jetzt währenddessen nicht... Man muss immer die Aktivität verlassen. Das ist so bescheuert, diese Kackanzeige hier. Er möchte auch hier mir einen Auftrag geben. Okay, warte. Oh, nervig, hier mal. So. Aber habe ich nicht diese Waffe, die er mir da anzeigt? Ja, tatsächlich, hier, ziemlich verdächtig. Hier habe ich sogar hier gepowert. Das habe ich mit meinem anderen Account. Da habe ich übrigens Allegiao. Habe ich das richtig ausgesprochen? Dass nach dem Besiegen eines Ziels wird dann die Waffe langsam gefeuert und der Versuch verursacht für eine verbesserte Zeitdauer und erhöhten Schaden. Ja, wie es da halt steht. Ich habe einfach nur das vorgelesen. Okay. Ikora, was hast du zu sagen? Sagira zu finden, das weckt viele Erinnerungen. Ihre Hülle aufzunehmen, gewährte dir Zugang zu einer Hinterlassenschaft, einem psychischen Fingerabdruck.
Ich glaube, das Relikt hat eine neue Fähigkeit in dir geweckt, die Verborgenes aufdecken kann. Verwurzelt in der Dunkelheit. Ich schätze, dieser Zeuge, den Savatun erwähnte, hat mit ihrem Diebstahl des Lichts zu tun. Wir müssen mehr darüber erfahren. Das bedeutet, du musst diese Fähigkeit schärfen. Die Pyramide auf Europa war schon mal lehrreich. Geh dorthin. Eris wird dich führen. Ich habe das Gefühl, diese Fähigkeit ist genau das, was wir brauchen, um diesen Fall zu lösen. Ikawa glaubt, dass du beim Aufheben von Sakiras Hülle ein Fragment deiner Erinnerung von Savatun gehört hast. Während der Interaktion mit dem Relikt hast du eine neue Fähigkeit erhalten, die mit der Dunkelheit in Verbindung steht. Ikawa denkt, dass du diese Fähigkeit an der Europa-Pyramide verstärken und dadurch Zugriff auf die gesamten Erinnerungen in Sakiras Hülle erlangen kannst. Okay. Thanks for the weapon that I destroy now. Es bedeutet mir viel, das Haus des Lichts in unserer Stadt zu haben. Sag mal, warum hast du jetzt einen anderen... Ich bin froh, dass wir die endlose Nacht unbeirrt überstanden haben. Ich hatte jetzt auf einmal einen anderen Synchronsprecher. Hä? Ja, die haben irgendwie den Synchronsprecher von Ikora geändert. Ich weiß nicht warum, aber sie haben es gemacht. Gut, wir sollen jetzt nach Europa gehen. Aber haben wir da nicht schon viel zu oft? Ja, die Kommunion. Egal, machen wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.